Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, mit einer neuen Folge Bake Club Spezial, unserer Kooperation mit Google Home Mini. Wir machen heute zusammen Zitronenblondies mit Granatapfel. Und Granatapfel ist unsere besondere Zutat. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Teig an. Dafür hacke ich zuallererst meine weiße Kuvertüre. Es reicht, die grob zu hacken, denn die wird gleich im Wasserbad geschmolzen. Ich habe meinen Topf hier so zu etwa ein Drittel mit Wasser gefüllt und jetzt setze ich meine Metallschale hier drauf. Muss nicht Metall sein, mit Glas funktioniert es auch. Dazu kommt jetzt noch meine Butter und dann werde ich beides zusammenschmelzen. Während beides schmilzt, machen wir schon mal weiter. Wir verquillen Eier. Zucker, eine Prise Salz und Zitronenschale. Und zwar ungefähr die Hälfte. Die Zitrone ist nicht gespritzt, ich habe sie heiß abgewaschen und abgerieben und ich verwende ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte brauchen wir später. Hey Google, wie viel Vitamin C hat eigentlich eine Zitrone? 53 Milligramm Vitamin C in 100 Gramm. Und es heißt ja, Granatapfel habe auch so viel Vitamin C. Hey Google, wie viel Vitamin C hat ein Granatapfel? 10,2 Milligramm Vitamin C in 100 Gramm. Oh, da hat der Granatapfel aber verloren. Wenn man was reibt, dann versteckt sich immer ganz viel auf der Rückseite. Muss man also unbedingt gucken. Die Mischung schlage ich jetzt so in 4 bis 5 Minuten cremig weiß auf. Als nächstes vermische ich Mehl, Backpulver und Natron. Für den Teig brauchen wir auch den Zitronensaft, aber bevor ich die Zitrone auspresse, werde ich die noch zu Ende abreiben, denn wir brauchen später für die Deko den Rest Zitronenschale. Eine ausgepresste Zitrone lässt sich nicht so gut reiben. Ich stelle die dann in den Kühlschrank, bis ich sie brauche, dann bleibt sie schön frisch. Jetzt haben wir alles vorbereitet, jetzt müssen wir es nur noch vermischen. Wir fangen mit der Kuvertüre Buttermischung an, die kommt zuerst hier in unsere Eiermischung. Jetzt kommt der Zitronensaft dazu, aus meiner neuen Zitronenpresse. Und zum Schluss die Mehlmischung. Ich habe hier eine kleine Fleißarbeit gemacht und zwar habe ich zwei Streifen Backpapier hier so rübergelegt und dann das Backpapier zugeschnitten für meine Brownie-Form und da kommt jetzt der Teig rein. Das Backpapierkreuz ist dafür da, dass man es später gut rausheben kann. Der kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 180 Grad für ungefähr 25 Minuten im unteren Ofendrittel, also so etwa auf der zweiten Schiene von unten. So sieht mein Ergebnis nach dem Backen aus. Ihr seht, der ist ziemlich dunkel geworden. Das war schon nach 12 Minuten so. Ich glaube, ich muss mal meinen Ofen kontrollieren lassen. Auf der anderen Seite sieht er auf jeden Fall schön hell und super gerade aus. Und deswegen werde ich den einfach umdrehen für die Weiterverarbeitung. Für den Schoko-Mandel-Macadamia-Überzug hacke ich als allererstes weiße Kuvertüre. Auch hier reicht es, wenn wir das grob machen, denn die kommt gleich wieder ins Wasserbad. Währenddessen hacke ich die Macadamia-Nüsse. Die sind geröstet und gesalzen und es gibt gleich so einen ganz tollen geschmacklichen Twist. In die geschmolzene Kuvertüre mische ich jetzt das Mandelmus. Und das wird jetzt über den Blondie-Kuchen gegossen. Da werden jetzt die Macadamia-Nüsse drauf gestreut. Während unser Blondie aushärtet, holen wir die Kerne aus dem Granatapfel.
Ich habe dazu eine super aufwendige Technik, die sehr, sehr gründlich ist, aber lange dauert. Und jetzt habe ich gehört, dass man den Granatapfel auch einfach halbieren kann und dann mit einem Kochlöffel draufhauen, bis alle Kerne rausgefallen sind. Das probieren wir jetzt mal aus. So kann man die Kerne schon etwas lockern. Granatapfel färbt wie Sau, deswegen empfiehlt sich ein rotes Brettchen oder zumindest ein Brettchen, was man gut spülen kann und eine rote Schürze natürlich. Gar nicht schlecht, die Technik. Ich habe zwar immer noch Mitleid mit dem Granatapfel, aber die Kerne kommen raus. Hey Google, fragt das Bake Club Zutatenlexikon, was ist Granatapfel? Okay, holen wir uns Bake Club Zutatenlexikon. Der Granatapfel gehört zur Familie der Weiderichgewächse und wird heutzutage vor allem im Mittelmeerraum angebaut. Ein Granatapfel kann zwischen 200 und 1000 der rötlichen Samen enthalten, welche von einer süßen Samenschale umgeben sind. Die Samen eignen sich zum Rohverzehr, zum Beispiel im Obstsalat, oder zur Weiterverarbeitung in süßen als auch herzhaften Speisen. Ich habe Granatapfel bis jetzt immer nur roh gegessen. Vielleicht sollte ich mal ein Rezept machen, wo ich den weiterverarbeite. Andererseits, vielleicht nasche ich dann alles vorher. Die hartnäckigen restlichen Kerne hole ich jetzt schnell noch mit den Händen raus. Jetzt müssen unsere Blondies nur noch in schöne Stücke geschnitten werden. Und dann werden Granatapfel und Zitronenschale drüber geträufelt. Und es wird serviert. Ich schneide hier einmal den Rand so kosmetisch ab. Da freut sich sicher gleich jemand drüber hier. Weil ich finde, das sieht schöner aus, wenn das so viereckige Stücke ohne Rand sind. Unsere kleine Vitaminbombe ist fertig. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber so ein bisschen Vitamin C ist da auch drin. Und vor allem, ihr habt ja gesehen, sehr einfach, aber außergewöhnlich und macht richtig viel her, sieht hübsch aus. Also backt den doch für euren nächsten Freundes-Kaffee-Klatsch. Die werden sich sicher freuen. Also, guten Appetit und bis bald. Tschüss. Oh, lecker. Ich gebe nichts ab davon.